Mathieu Grimaud, ich bin 17, ich wohne in La Roche, Kanton Freiburg. Und ich trainiere in Engelberg für die Olympischen Spiele. Ich mache Freestyle-Ski. Oh my gracious! Up goes the dynamite! Look at Grimaud! Das grösste Erfolg war an den X-Games in Norwegen. Ich habe dort gewonnen mit einem Switch Double Cork 10 mit so drei Runden Rotation. Und ja, es war wirklich schön. Der Wettkampf ist für mich perfekt gelaufen und es war so schön, dass ich es wieder mal erleben will. Ja, meine Ziele für diese Saison sind natürlich Olympiade. Und also, ja, es wird ein bisschen schwierig wegen dem Knie und Verletzung, aber ich bleibe positiv und ich hoffe, dass es geht. Wenn ich etwas ein bisschen falsch mache und ein bisschen mehr auf rechts lande, dann ist es auch easy. Es ist auch ein paar Mal passiert. Und das ist mehr so dein Instinkt. Ja. Ein bisschen eine Schonung drin hast wahrscheinlich. Ich habe fast keine Angst mehr. Also, nein, keine Angst. Und habe wieder ein paar Cork 7 gemacht. Und ja, sehr cool. Ich will unbedingt weitermachen. Und ja, es ist, ich habe viel gelernt wegen dieser Verletzung. Und ja, ich denke, für die Zukunft bringt es viel, wenn man so jung verletzt ist und man das gut macht, also gute Reha. Ich bin zum ersten Mal mit 2 Jahren auf dem Schnee gegangen mit meinem Vater. Und ja, das heißt sehr lang schon jetzt. Und Freeski mit 12, 13 habe ich langsam angefangen, so Kicker zu bauen. Ich finde dieses Sport sehr cool, weil es ist wie Fliegen und noch mit der Rotation.